Heute in einer Woche geht die Bundesliga ja wieder los, aber nicht wie normal, wie man es kennt. Denn es gibt einige Einschränkungen, einige Vorgaben, was Spieler nicht machen dürfen, was Spieler machen dürfen. Und das stelle ich euch heute mal vor. Erstens, die Spieler dürfen nicht wie gewohnt jubeln. Das heißt, kein Abklatschen nach dem Jubel, nicht in einer großen Gruppe zusammenjubeln. Denn man soll den Körperkontakt so weit wie es geht vermeiden. Deshalb soll beim Jubeln nur entweder mit dem Ellenbogen man sich kurz berühren oder mit dem Fuß. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht oder ob man einfach dann alleine die Tore zelebriert. Gleiches gilt übrigens auch fürs Auswechseln. Man darf bei der Auswechslung darf man nicht mehr den Trainer oder die Leute auf der Bank abklatschen. Und zusätzlich hat man zu den Auswechslungen nicht nur die standardmäßigen drei, sondern man hat bis Ende des Kalenderjahres 2020 hat man fünf Auswechslungen. Das wurde gestern von der FIFA und der International Football Association, ich weiß es nicht, kann es nicht aussprechen. Ich glaube, ich wurde das festgelegt, das wurde ja gestern schon bekannt gegeben. Das heißt, fünf Auswechslungen pro Team, pro Spiel, aber eben kein Abklatschen. Wenn wir schon bei Auswechseln und Trainern sind, der Trainer muss einen Mundschutz tragen, außer wenn er irgendwelche Ansagen macht, aber da muss er dann auch mindestens 1,50 Meter Abstand halten zu allen. Das gleiche gilt für die Auswechselspieler, die auf der Bank stehen. Da müssen auch alle einen Mundschutz tragen, solange sie auf der Bank sitzen. Wie es beim Warmmachen ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, dass sie sich dann einfach alle mit mehr Abstand warm machen werden. Außerdem sind Rudelbildungen noch mehr untersagt als sonst, da man einfach diese Ansammlung von, dann weiß ich, vielleicht 22 oder sagen wir mal 15 Leuten im schlechtesten Falle oder für den Zuschauer eigentlich generell ja im besten Falle Rudelbildung immer interessant anzugucken. Aber Rudelbildung sollen auch vermieden werden. Außerdem gibt es genaue Pläne, wie viele Leute im Stadion sein müssen. Das umfängt dann ein Personal, für das für die Reinigung, dass alles sauber ist, sorgt. Dann halt die Kameraleute, die Spieler, die Schiedsrichter und die Kameraleute, die halt filmen. Ich weiß nicht, ob der Kommentator im Stadion sitzt oder irgendwie woanders. Und es gibt auch noch eine Regelung für die Leute, die im Videokeller sitzen in Köln, die Videoschiedsrichter. Da bin ich mir jetzt aber tatsächlich gerade nicht ganz sicher. Könnt ihr mal in der Beschreibung gucken, da ist dann ein Artikel verlinkt, wo das nochmal alles genauer steht. Das war es auch schon soweit. Das sind jetzt erstmal die Regelungen, die Vorgaben, die der DFB bzw. die DFL vorgegeben hat. Ich bin mal gespannt, es ist jetzt ja noch eine Woche Zeit. Vielleicht kommen ja noch andere nachträgliche Informationen dazu. Ich weiß nicht, ich stelle mir es auf jeden Fall aktuell, wenn das wirklich jetzt so läuft, wie es angekündigt ist, kann ich es mir auf jeden Fall gut vorstellen. In Gladbach zum Beispiel wird vor, ich glaube, 30, waren es 30.000, vielleicht waren es auch nur 200, weiß ich nicht, Pappfiguren gespielt. Da werden einfach Pappfiguren auf die Plätze im Stadion gesetzt, damit es wenigstens so aussieht, als wäre es ein bisschen gefüllt. Aber ja, ich bin gehypt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch alle gehypt seid, dass der Fußball wieder weitergeht. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und tschüss. Weakness comes and goes.